Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holzfäller-Tycoon. Ja, die Nacht ist vorbei, der Player hat geschuftet, das Ergebnis seht ihr hier. Ja, so wie ich es mir gedacht habe, ein bisschen mehr Sonne darf hier hineinscheinen. Da vorne müssen wir halt nochmal basteln, da brauchen wir die kleineren Scheiben. Ja, und hier ist halt eine komplette Fensterfront mit diesen kleinen, aber feinen Hölzchen dazwischen. Hier ist natürlich eine normale Holzwand, denn dort hinter wird irgendwann mal unser Haus entstehen, also unsere Wohnung. Und hier ist auch ein bisschen Holz, da ja hier unser Treppenhaus ist. Ja, das Treppenhaus habe ich jetzt noch nicht zugemacht. Das müssen wir dann natürlich hier auch noch komplett zumachen. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, wenn man von hier nach da reinspringen kann. Ja, und hier ist noch ein kleines Löchlein, weil ich hier gerne Glastüren hätte. Ja. So sieht's aus. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal, da die Nacht vorbei ist, mal los und kaufen ein paar Gläser ein. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich hier in dem ganzen Chaos Wagen samt Anhänger irgendwie hier mal durchkriege. Ich glaube, dich brauche mal noch nicht. Ach doch, dich wollte ich mal kurz gucken wegen der Farbe. Ich glaube aber, ups, dass ich dieses Holz denn brauche für meine Regale. Ich glaube, das war so leicht. Ja, ja. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Gut, ich brauche auf jeden Fall irgendwie hier noch den Hänger. Hier müsste ein Hänger sein. Hier war ein Hänger. Okay. Dann müsste hier einer sein. Schmeißen wir mal das ganze Holz hier ein bisschen weg. Ja, ist ein bisschen Holz draufgegangen auf jeden Fall. Aber es ging schneller, als ich erwartet habe. Hab's mir schlimmer vorgestellt. War aber okay. So, da haben wir einen Hänger. Sehr schön. Passt natürlich braun und grün. Wie die Faust aufs Auge. Oh, komme ich jetzt hier durch? Komm schon, komm schon. Na komm. Na komm schon. Oh nee, oder? Eieiei. Man merkt, es wird immer voller hier. So, du darfst mal kurz hier Platz nehmen. So, jetzt. So, ab, ran ans Auto. Zack, sehr schön. Und auf, wir brauchen Glas. Einmal über die Brücke fahren. Ups, noch Feuer gegen den Baum fahren. So muss das sein. So, zack. Schauen wir mal, wie schnell die Brücke heute ist. Ja, ob es ein Deal ist. Naja. Ist ein sehr teurer Deal. Oh, die Brücke geht einigermaßen von der Geschwindigkeit. Gibt schnellere, aber auch deutlich langsamere. Wie wir ja schon mitgekriegt haben. Und mittlerweile auch Zuschauer von mir, wenn sie mit mir gespielt haben. Ja, Player, ich habe immer eine schnelle Brücke. Nur kaum bist du da. Ja, ist nicht sehr nett von euch. Aber so ist das nun mal. Es gibt... Oh, jetzt ist er aber auch sehr, sehr langsam. Naja, gut. Na, ich habe mir mal hier einen kleinen Zettel gemacht, wie viele Scheibchen wir brauchen. Ihr kennt ja mittlerweile auch das Problem. Zählen ist ja auch nicht so meins. Verzählen schon eher. Mal gucken, ob wir die richtige Menge einkaufen. Oder ob ich später nochmal los darf. So, Kumpel Kalle, jetzt kurbel mal ein bisschen schneller hier an deiner Brücke. Na, da haben wir es ja gleich geschafft. Auf, mit Gebrüll. So, jetzt machen wir das, was mir am meisten Spaß macht.
400 Mal hin und her laufen. Immer wieder zu dem Kassenpersonal. Boah. Also, dass sich da auch nicht mal irgendjemand was Neues einfallen lässt. Aber nun gut. Ja, falls die Frage nochmal kommen sollte, habe ich ja in der letzten Folge schon mal erzählt. Mit meinem roten Spooky-Holz sozusagen. Von dem einen Zuschauer, der die Frage gestellt hat. Hier sind diese Struktur-Arbeitsplatten, nenne ich sie mal, für die Küche. Hier sind die ganzen Küchen- und Badutensilien. Und diese habe ich genommen und habe dann da halt das Holz reingeworfen. Damit dieses auch nochmal zu 100% erklärt ist. So, wir brauchen von diesen großen Scheibchen, habe ich gezählt, 9 Stück an der Zahl. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Oder ob ich es hinkriege. Ich habe ja da immer Schwierigkeiten, dass ich beim Plappern vergesse, wie viel ich da reingeschmissen habe. Aber bisher konnten wir ja alle Scheiben, die zu viel waren, irgendwie verbauen. Also, allzu schlimm ist es ja denn doch nicht. Sieht halt immer nur doof aus, ne? Aber gut. Das hoffe ich, verzeiht ihr mir. So. 2 Stück haben wir schon mal. Ja, das wäre echt schön. Wenn hier die Regale in diesem Laden mit irgendwelchen weiteren Utensilien voller werden. Es wäre mal schön, wenn wieder mal in diesem Spiel irgendwie ein Update kommt, wo halt mal Erneuerungen sind. Denn es spielen ja nicht wenige Leute dieses Spiel. Also der Entwickler oder das Entwicklerteam darf sich ja eigentlich gar nicht beschweren. Und da wäre es auch mal wieder schön, wenn sie was Neues bringen. Denn die Unterstützung, den Support, denke ich mal, haben sie definitiv. So, ich glaube, wir sind jetzt bei Scheibe Nummer 4. Und unser Geld schwindet wieder. Eieieiei. Aber gut, wir waren ja auch eine Menge shoppen. Da bleibt sowas halt nicht aus. Und besser das Geld auszugeben. Was bringt es uns, wenn wir 1 Million auf dem Konto haben und damit nichts machen? Und das Geld rottet da so vor sich her. Auch blöd. So, das müsste eigentlich, glaube ich, Scheibe 6 sein. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, dann gib mir doch die Scheibe, du Nase. Ah, jetzt. Ich glaube, das war Scheibe 6. Glaube ich. Ich muss mir, glaube ich, irgendwie hier mal so ein Klicker hinlegen, womit die Leute an der Straße den Verkehr zählen. So eine Klicker halt. Ich glaube, so ein Ding muss ich mir irgendwie mal zulegen. Vielleicht klappt es denn besser. So, Scheibe 7 würde ich mal so sagen. Brauchen wir noch 2 große. Dann brauchen wir noch ein paar kleine für die Front, dass wir da ein bisschen basteln können. Oh, nee, so hinlegen. Ich ahne schon wieder, ich kaufe nicht die Gläser ein, die ich brauche. Oh wei. Ach, wir kaufen jetzt einfach noch 2 große, dann machen wir nichts falsch, glaube ich.
Nee. Ich muss den Klicker bestellen. Es bringt nichts. Ach ja, ich höre schon wieder das Geläster, das Gelache. Ihr bösen, bösen Menschen da draußen. So. Ich habe jetzt keine Lust, wirklich zu wenig zu holen. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, habe ich doch perfekt gezählt, ne, siehst du. Das läuft. Das läuft. Aber ich dachte schon wieder. So, zack. So, gut, die großen Gläser haben wir. Jetzt brauchen wir noch diese mittleren. Diese hier, glaube ich, sind es. Müssten die 2x2 sein, genau. Davon brauchen wir auch noch 8 Stück. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich lege das da einfach nur hin. Und wenn 8 Stück auf dem Boden sind, dann packen wir erst ein. Ja. Ist auch eine gute Idee, oder? Ich lerne aus meinen Fehlern. Ich finde, es ist ganz gut, wenn man aus seinen Fehlern lernt. So, die sind nicht mehr so teuer. Das ist schön. So, 2. Ja, in den Kommentaren habe ich gelesen, wünscht man sich auch endlich mal, verständlicherweise endlich mal, dass ich eine Garage hinterm Haus baue. Haben ja schon einige geschrieben. Hab auch schon öfter mal gesagt, jo, kommt. Aber ihr wisst ja selber, die Projekte reißen hier nicht ab. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, wenn ich hinterm Haus eine Garage mache, das wird kommen, auf jeden Fall. Ich brauche ja langsam Platz. Hat man ja gerade gesehen mit den Hängern. Da habe ich ja immer noch 2 Stück auf dem Dach zu liegen, weil kein Platz und so. Ich brauche mehr, ja, Grundstücksbesitz. Nur oben rechts 138 Mille. Ich glaube, ungefähr 40.000 kostet jetzt das erste Feld, was ich kaufen könnte. Danach wird es ja nicht günstiger. Und wenn ich mir da 3 oder 4 Felder, glaube ich, sind das hinter dem Haus. Wenn ich die hole, dann ist der kleine Player, ja, arm wie eine Kirchenmaus. Und dann habe ich zwar Grundstück, aber kann mir nichts mehr leisten. Unschön. Nein, müssen wir Stück für Stück gucken, dass mal wieder das Portemonnaie etwas voller hier wird. Und dann werden wir das auf jeden Fall mal angehen mit der Garage. 2, 4, 6. 2 Stück noch. Ja, Ausbau, 2. Etage und Garagenbau sollten jetzt so die Sachen sein, die wir im Fokus haben. So, einen noch, dann haben wir das auch. Dann schmeißen wir die in unseren Hänger. Dann noch 2 Türen und dann sind wir eigentlich durch mit den Gläsern hier. Dann geht's schnell zurück, dann bauen wir die Gläser ein. Ist ja noch ein bisschen luftig in unserem Shop. Und dann machen wir uns mal Gedanken, wie wir das denn machen mit der Innenausrichtung. So. 2 Türchen. Und dann sollte der Shop zumindest von der Außenwand erstmal bestückt sein. Ich brauche sowieso dann nochmal andere Gläser. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, wie ich das mache. Für neue Vitrinen und sowas alles. Aber gut. Wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hierher fahren. Da mache ich mir definitiv keine Sorgen. So, passt die Tür hier rein? Glaube ja. Jupp. So, letzte Tür und dann Abmarsch nach Hause.
Da haben wir in dieser Folge schon wieder so viel Zeit verplempert. Aber gut. Es kommt halt kein Postbote vorbei und bringt uns die Materialien. Leider. So, die Tür schmeißen wir hier rein. Und dann sind wir auch schon durch mit unserer Shoppingzeit. Ach, jetzt kommt ja wieder unsere tolle Brücke. Okay. Gut, aber in der Zeit, wo er die Brücke macht, klaue ich mir hier mal noch ein Stück Holz. Ah, das war ja unsere Walnuss, die sehr, sehr dunkel war. Eigentlich wollte ich ja mal ein bisschen was Helleres in dem Laden haben, aber ich bin da noch auf der Suche nach dem richtigen Holz. Müssen wir mal überlegen. Naja, das war halt eben sehr, sehr dunkel. Ah, wir nehmen nochmal so ein Stückchen mit. Zur Begutachtung. Genau. Zack. Ah, die Brücke ist fast unten. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen nochmal auf unser tolles Straßenschild gucken. Um uns denn dann vernünftiges Holz auszusuchen. Eine kleine Idee habe ich da schon für unser Regalsystem. Oder, ja, Verkaufstischsystem, wie auch immer. Aber gut. Das wird schon. So, upa. Zack. So, das schmeißen wir mal. Achso. Wir nehmen mal hier unser Sägewerkchen. Das stellen wir mal wieder richtig hin. So ist es unschön. So wird es langsam was. Eieieiei. So. So ist das okay. Jo. Okay. Haben wir. Gut, auf geht's mit den Scheibchen. Wir haben noch ein wenig zu tun hier. In dieser Folge. So. Na komm schon. So ist schön und du bist auch an der richtigen Stelle. Nummer 1 hat schon mal Platz genommen. Das ist gut. Und wenn jetzt jede Scheibe hier so mühsam ist, dann wird's schwierig. Lieber Shop. Eieieiei. Das gefällt mir ja gar nicht. Nee.
Uiuiuiuiuiuiui. Wie haben wir das denn eben hier gemacht? Oh, da war doch gerade was, oder? Jawohl. Nee, also jedes Fenster sollte nicht so schwierig werden. Ansonsten sind wir morgen früh noch beschäftigt. Ich probiere es mal von außen. Vielleicht geht es da besser. Kann ja gut möglich sein. Nee. Ja. Ja. Das war gar nicht so verkehrt. Und schön sieht es auf jeden Fall aus. Mit den Scheibchen jetzt da oben. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Es wird. Ah, super, das war ja, als wenn wir Glasprofis wären. So. Das letzte Gläschen, glaube ich, auf der Seite. Ja. Komm, flutsch jetzt auch hier so schön rein. Jawollo. Artig. So, jetzt fehlt hier noch eins. So sollte es richtig sein. Wir kontrollieren mal nochmal auch die anderen. Das ist richtig. Das ist richtig. Richtig. Und richtig. Die beiden ersten, die waren ja auch richtig. Ja, yep, das ist auch richtig. Okay, zwei Stück noch. Na komm, geh schon rein. Komm. Na los. Jetzt hat das. Nee. Hab ich mich doch verzählt? Nee, ich sag dazu jetzt gar nichts ohne meinen Anwalt. Ich sag einfach gar nichts. Wir haben gar nichts gesehen und ihr habt auch nichts gesehen. So, Scheibchen sind drinne. Zumindest die großen. Nehmen wir uns die kleinen mal zur Brust. Die brauchen wir jetzt noch nicht. So. Das ist unten. Jawohl. Das sieht gut aus. So wird ein Schuh draus. Yep. Ja, von hier außen scheint es besser zu gehen als von innen. War eine weise Entscheidung. Zack. Ja, und damit geht der Shop-Ausbau auch sehr, sehr gut voran.
Und dann können wir uns auf jeden Fall in aller Ruhe. Opa. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das könnte. Nee. Ja, das war gar nichts. Das war ja mal so richtig ein Satz mit X. Ja, kommen wir hier raus. Ja. So, hier haben wir uns aber nicht verzählt. Also, die Strategie, alles auf den Boden zu schmeißen, ist, glaube ich, die bessere Wahl für mich. Ja. Und kommen wir zur letzten Scheibe. Und dann sollte es auch das gewesen sein. Wenn wir denn da noch irgendwie vernünftig rankommen. Ah, der Baum ist ja auch fast gar nicht im Weg. Wir gehen mal nach oben. Ich glaube, das ist besser. So. Ja, Scheiben sind drinne. Wir können nicht mehr rausfallen. Ja. So viel von dieser Folge. Es wird. Ja, ich bedanke mich wie immer beim Zusehen. Heute nicht so viel Neues gewesen. Aber in der nächsten Folge geht's so richtig los mit dem Innenausbau. Da gehen wir mal Vollgas. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.